Die M-Motion 2015, das bedeutete in diesem Jahr eine neue Rekordbeteiligung. Über 5000 Tanzbegeisterte waren an den verschiedenen Turnieren im Rosengarten dabei. Darunter wieder viele Meisterpaare der Professionals. Mit Kennerblick beurteilte eine hochkarätig besetzte Jury an zwei Tagen über 100 Turniere in verschiedenen Disziplinen. Insgesamt wurde um ein Preisgeld von 20.000 Euro getanzt. M-Motion 2015 hieß nicht nur 48 Stunden Tanz in Mannheim. Das Tanzfestival war auch die Auftaktveranstaltung für den WDC and Educational Congress 2015. Die nächsten Stationen sind Malaysia, New York und Paris. Einfach die Stimmung, die ist genial hier. Das ist der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn. Also auf keinem Turnier überlebt man das so wie hier. Ich bin begeistert, man wird immer richtig jung und möchte mittanzen. Uns gefällt es hier sehr gut, weil hier sehr große Tanzflächen sind. Ich denke, es ist einer der größten Sportereignisse, die wir hier in der Metropolregion haben. Für Tanzsport eines der großen Festivals, nicht nur in der Region, in der Metropolregion, sondern auch bundesweit oder letztendlich auch in der Welt. Absolutes Highlight im Jahr, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Einfach die ganze Kulisse hier und die ganzen Tänzer, das ist alles richtig cool aufgebaut. Ja, also wir sind voll begeistert. Ja, mir gefällt es hier super, es ist ein Riesen-Event. Also wir sind auch das erste Mal hier und also toll finde ich natürlich den Mozartsaal, den großen Raum und natürlich das Publikum, es ist alles super und ja, wir freuen uns schon aufs Tanzen jetzt gleich. Mannheim hat eine lange Tanztradition schon, aus früheren Tagen auch. Und die war eine Zeit lang unterbrochen. Und dann ist man in der Tat wieder auf uns zugekommen, weil man weiß, dass Mannheim halt auch, und speziell auch der Rosengarten, für so ein solches Turnier optimale Voraussetzungen schafft. Und dann haben wir uns halt entschlossen, wieder ein Turnier zu machen, in anderer Form etwas geöffneter für viele Disziplinen. Und so ist die Motion dann letztendlich 2007 aus der Taufe gehoben worden. Jahre, ich sag mal, die Teilnehmer haben sich um mehr als das verdoppelt. Die Besucherzahlen sind viel besser geworden und wir haben natürlich auch die Turniere immer weiter ausgedehnt. Wir haben immer mehr Räumlichkeiten dazugenommen. Wir haben größere Stadterfelder, das ja hieß, für uns wieder andere Seele dazu nehmen, teilweise Tanzflächen teilen, um diesen großen Teilnehmerschwung letztendlich in diesen zwei Tagen durchzuführen. Wir sind aus Australien, wir sind aus Melbourne angereist. Tanzen dort in einem Tanzstudio, und aber erst seit wenigen Jahren, und haben unsere Kinder hier in Deutschland besucht und haben dann vom Rosenball erfahren und von den German Open und wollten einfach mal Weltmeister tanzen sehen, und darauf freuen wir uns ganz besonders.